Aber er hat sich erbitten lassen und dafür gesorgt, dass ihr entkommen könnt, wenn ihr Mut habt. Mut? Wie will er es anfangen? In einer Stunde legt ein Boot hier an, das euch abholen soll. Ja, dann ist zu spät. Noch nicht. Sobald ihr auf Deck seid, zerreißt ihr eure Bande. Das bringen wir nicht fertig. Wir haben es schon monatelang vergeblich versucht. Ich habe hier ein Messer und schneide sie zur Hälfte durch. Gebt her. Als dies getan war, fuhr er fort. Dann springt ihr in die Kajüte, schließt die Tür hinter euch, dass man euch nicht sofort folgen kann, steigt durch das Außenfenster, unter dem sie leichtsinnigerweise ein Boot angehängt haben, und rudert davon. Ja, wohin? Sie werden uns verfolgen. Es wird für alles gesorgt. Sobald ihr geholt werdet, wirft der Koch 2 Anzüge in das Boot mit allem, was ihr braucht. 3/4 der Mannschaft sind an Land gegangen, auch die Jäger. Und überdies liegen wir so zwischen den verschiedensten Fahrzeugen und es gibt so viele Kähne und Boote, dass man euch gar nicht herausfinden kann. Draußen auf der Reede aber ankert das Lloyd-Schiff Alba, das in 2 Stunden nach Bremen geht. Der Steuermann ist ein Bruder unseres Kochs und heißt Weber. Er weiß schon alles und wird euch erwarten.